Der Stützli-Sex ist das Warenhaus der Sexbranche. Schnell und anonym. Stutz rein, Klappen auf, eine halbe Minute Fleisch. Seit einem Jahr gibt es in Zürich schon so einen Stützli-Sex-Betrieb. Nicht im Niederdorf, sondern in der Nähe der Langstrasse. Wir haben dem Besitzer ein paar Fragen gestellt. Herr Müller, Sie sind der Besitzer vom ersten Stützli-Sex-Lokal in Zürich. Was haben Sie für Absichten verfolgt mit der Errichtung dieses Lokal? Ja, also erstens mal das Geschäft gesehen und das. Ich finde es auch eine saubere Sache, weil die Frauen sind für sich, sie sind separat, sie werden nicht angetöpelt, müssen trinken, heute so. Wie sind die Reaktionen von der Kundschaft? Ja, bis jetzt habe ich noch nicht viele negative Dinge. Es ist höchstens eben wegen dem Umzug da von seiner Zeit, wegen den emanzipierten Frauen. Schon am Anfang habe ich von zwei verschiedenen Herren habe ich Blumensträuße bekommen. Eben wegen meinem Mut, also so etwas wäre schon lange nötig gewesen, hat es geheissen. Wegen meinem Mut, den ich hatte damals hatte, für das aufzutun. Fast explosionsartig hat sich die Zürich die Sexindustrie ausbreitet, und zwar vor allem im Aussensiel, im früheren Arbeiterquartier. Und so sieht es am Abend in der Langstrasse aus. Ein Verkehr, der nicht abreisst bis am Morgen um 3 Uhr. Natürlich kommen sie mit ihren Kläppen, gehobene Mittelklasse und besser, tunnern durch Quartierstrassen und tigern in den Seitenstrassen umeinander. Über das Geschäft wird im Milieu nicht geredet, aber es läuft. Viele sind reich geworden dabei, ein paar sogar sehr reich. So haben die in dem Lokal nur ein paar Stützli liegen lassen haben, den Besitzer in einem einzigen Jahr zum Millionär gemacht. Die sozialen Kosten von dieser Entwicklung tragen allerdings andere, nämlich die Bewohner von Aussensiel, und das sind heute noch 30'000 Leute. All die sind dem harten Zugriff der Sex- und Unterhaltungsbranche ausgesetzt. Der Lärm und der Gestank von denen, die in alle Nacht mit dem Auto in den Quartier herumkurven, lässt viele kaum mehr schlafen. Aber hier in diesem Quartier hat es einfach ein bisschen zu viel Sex, finde ich. Zürichberg zum Beispiel hat es keinen, oder? Und ich finde es einfach ein bisschen fies. Alles ist ein bisschen bei uns im Quartier. Alles muss zu unserem Quartier rein. Das AJZ, das Ex-Shop und dann die grosse Autobahn, die da kommen soll. Einfach alles kommt zu unserem Quartier rein. Die schieben einfach alles auf uns, wie wenn wir einfach der schlechte Teil der Stadt wären. Ich finde das einfach, das ist nicht gut. Dazu habe ich im Kantonsrat eine Initiative eingereicht und ebenfalls im Gemeinderat einen Vorstoss unternommen. Mit diesen beiden Vorstöße sollte es möglich werden, zusammen mit dem Unterhaltungsgewerbegesetz, das Volk vor gut anderthalb Wochen angenommen hat, die nötigen Mittel zur Verfügung zu stellen, dass wir im gesamten Industriequartier wieder leben können. Die Initiativen aus dem Kreis 5 sehen vor, dass man sechs Gewerbe aus dem Wohnquartier rausnimmt und neu mit anderen ansiedelt, wo es niemand stört. Es ist auch begreiflich, dass Aussensiel nicht einfach zum Sexparadies der ganzen Schweiz werden will.